Ich bin ja So, dann jetzt. kann ich bei mir auch mal den Stream So, starten. läuft. Jo, bei mir auch. Oh, Du streamst bevor ich auch. irgendwas mache, sollte mir vielleicht mein Handy dazu holen, damit ich einen Chat habe. Falls ich einen Chat habe. Hast kein Moment. Laptop? Hast kein Laptop als Bildschirm? Professionalität. Ich verwende nie den Laptop. So, Spiel starten. Ich habe hier mal mein Laptop links daneben stehen. Kann ich immer auf den Chat gucken. Ja. Sea of Thieves, Pirates Live. So, ich bin gerade im Startbildschirm. Drück die Daumen. Ich muss gerade noch meinen Stream aufrufen Ansonsten und können wir hier Timer moderieren. so, dann lade ich mal ein. Dienste von Sea of Thieves sind derzeit nicht verfügbar. Bitte versuch es erneut. Okay, du musst deinen Account Bin schon mehr neu gehackt oder verifizieren was? lassen. Sekunde. Offensichtlich. Ich liebe es. Ich Gut, versuch's einfach dann. nochmal, vielleicht klappt's. Ja, es klappt. Okay. Ja, Muss mich die nicht nochmal Streamer sind anmelden. anscheinend auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich muss mich nicht mehr anmelden. So, einmal dich und einmal die Person, die Mal auf potenziell noch dazu eingeladen. kommen wollte. Okay. Wie soll denn aber ein Voice kommen? Wenn schon richtig. Kann ich mal eben nachfragen. Sache, sie soll dann ein Voice kommen. So, wollen wir schon mal ohne sie starten? Ohne ihn. Ja, sie ist. Schreib nur mal eben an. Das ist zu showy. Wir können doch schon mal losstarten. Kannst du schon mal auf ins Go legen, dann können wir schon mal das Schiff bereit machen. Modi. Wenn du jetzt schon mal losklickst, kannst du später noch dazu kommen. Modi? Ja, Moment, ich schreibe gerade. Das kannst du doch gleich noch machen. Da kann ich schon mal rumrennen, kann ich schon mal das Schiff holen. Mensch. Das habe ich in meinem Stream den langsamen, langweiligen Wartebildschirm. Ja, natürlich hast du den langweiligen Wartebildschirm. Ich hatte gerade fühlt eine Stunde den langweiligen Wartebildschirm. So, Segel setzen, andere Bleiben Einladung ist raus. Ich habe mal das wir noch einen mittelgroße Schiff Platz. genommen. Bleiben wir noch einen Platz frei. Aber da müssen wir mit einem mittelgroßen Schiff fahren, wenn wir nur zu zweit sind. Wenn er nicht kommt, dann. Tja. Okay, kommt gleich dazu. Okay. Modi hat hier jemanden eingeladen. Den ich nicht kenne übrigens. Ich auch nicht, deswegen bin ich skeptisch. Aber wie ich schon im Vorfeld der Aufnahme des Streams gesagt habe, Gäste sind ja nicht schlimm, kann man ja machen. Das ist aber, wenn er sich benimmt, kann er bleiben. Wenn nicht, dann fliegt er. Es geht ganz einfach. Das ist. Schmeißen wir ihn aus dem Discord. Wenn nicht spurt. Und aus dem Ja, genau. Ich Spiel. lade übrigens, ich habe übrigens wieder den Ladescreen, also von daher. Okay. Ja, bei mir ist auch gerade Ladescreen. Naja, bei mir auch. Ich Ah, schreibe gerade einen ruhig. Stream, Das ja, kann von noch daher. ein bisschen. Nicht so hastig. Wir haben noch 1 Stunde 36 Zeit. So, also ich wäre drin. Oh, hey, ich habe Sekündchen. 50.000 gekriegt. Wie war das? Ich glaube, weil die Season zu Ende ist, oder? Was für eine Season? Die hatten doch hier so ein Battle Pass Ding. Moment. Ich habe zumindest jetzt 146.000 und 75,75. Oh, Nee, ich bin im Season 3 ist Spiel. noch. Sehr schön. Errungenschaft freigeschaltet, Tüte der glänzenden Hordes. Oh, ich habe ein Achievement. Molly. Hinter Was ist das dir. für ein Achievement? Hinter dir. Ich habe 84.000, habe ich jetzt. Ich habe Hast irgendwie du auch viel Geld gekriegt? Hast du gekriegt. auch gerade Scheint so. gekriegt? Ich habe Ja, also gehackt 84.000 wurdest du ja gerade. offensichtlich nicht, sonst wärst du wieder gesperrt worden. Sonst hätte ich auch 100.000. Naja, wahrscheinlich war das jetzt, was Prof beim letzten Mal meinte, diese Season-Belohnung.
Oder Eventbelohnung? Vielleicht war es doch, vielleicht war es das auch beim ersten Mal, wo wir meinten, das erste Mal waren 100.000 und absurd viel Echtgeldwährung. Nein, ganz sicher nicht. Ja, wer weiß. Konnten wir uns nicht gefühlt ein komplettes Schiff kaufen? Mordi, wo läufst du hin? Ich laufe einfach nur. Ich laufe dir nach. Bleib mal stehen. Okay, hey. Moment. Dann muss ich kurz auf den Server. Beziehungsweise ich muss dann kurz. Kann ich einfach Leute hier reinziehen oder. Ja. So. Ist er da oder was? Ich hab mal eben jetzt sieht man meine Tattoos. Ich muss mal meine Tattoos kaufen. Schickes Kleid. Ich muss mir neue Tattoos besorgen, jetzt wo man sie sehen kann. Ich finde, da steht mir das Kleid. Das kann man tragen. So, wo ist der Tattoo-Händler? Das müsste der Kosmetiktyp sein. Ich wollte eigentlich zum Gasthaus und wollte mal gucken, was wir beim Schwarzmarkt jetzt gerade kriegen. Aber wir müssen dann schnell los, relativ schnell lossegeln, damit wir noch irgendwas schaffen heute. So, wo ist denn der Kosmetiktyp? Hier? Weiß es nicht. Who are you exactly? Ich gehe jetzt erstmal ins Bekleidungsgeschäft. Ah ja. Da wollte ich auch beim ersten Mal hoch. Habe ich es verkackt, hochzugehen? Ich brauche ein neues hübsches Tattoo. Ist dieser Außenposten? Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Da bin ich zu dumm für den Außenposten oder was? Nehme ich. Tattoo des Ashen Dragon. Hübsch. Bin ich eine Leiter? Was habe ich denn gerade für ein Make-up drauf? Ein buntes. Keep this quiet. Sehr schön. So, wollen wir mal? Oder? Ich würde ja, wenn ich wüsste, wo ich bin. Wo ist unser Schiff? Ich weiß es nicht. Ah, ich hab das Tattoo noch nicht ausgerüstet. Das ist ja. Ist ja schlimm. Jetzt bin ich auf dem Weg nach oben. Mordi hat sich auf der Insel verirrt. Ich hab mich auf der Insel wirklich verirrt. Das schaffst auch nur du. Ich bin zu blöd für den Außenposten, glaube ich. Hier geht's weiter hoch. Hier ist das Haus. Hier ist das Gasthaus. Und wo sind denn hier Tattoos? Tattoos. Na, no, von der anderen Seite. Emotes. So, mit ihr wollte ich reden. Hier scheinbar nicht. Die Emotes sind wohl in der Sticker-Truhe. Nö. Kleidertruhe. Tattoos. Gut, da gibt's nichts. Genau das, bitte. Ah, da bist du. Hi, Mordi. Ja. Ich habe wieder irgendwas freigeschaltet. Na? Sieht doch hübsch aus, die Tattoos. Passt zum Kleid. Ich guck mal, was ich für 75 hier kriege und ob ich überhaupt. Mordi, schau mal. Mordi, schau mal. Ja, sofort. Wie findest du das Tattoo? 100. Passt zum Kleid. Ausrüstungsladen. Oh, nicht schlecht. Aber ich habe schon das teuerste. Von allem. Hier gibt's Bullshit. Ich kaufe was für Schiff. Wenn du das dir leisten kannst. Das würde ich eben nachgucken. Wildrose Banjo. Mhm. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ich habe 150.000. Oh ja, da gibt's einiges. Banjos Admirals. Goodbye. Oh, es wurde alles ein bisschen runtergesetzt, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Jo. Ist gerade ein bisschen runtergesetzt, alles. Wo ist das Banjo? Ich habe ein teureres Banjo. Trommel habe ich auch ein teures.
Ein Megafon brauche ich nicht. Eine teure Angel könnte ich eventuell gebrauchen. Bitte buntes Mündungsfeuer für die Kanonen kaufen. Mach das. Oder einen neuen Schiffsanstrich. Ich guck mal eben, was wir alles haben. Moment. Das Kanonenfeuer finde ich cooler. Ja. Ein Kompass. Das hätten wir. Das unpassende Segel haben wir. Wir haben das, wir haben das. Wir bräuchten einen neuen Angel und neues Kanonenfeuer. Oder hast du einen neuen. Oder hast du ein neues Segel? Ein passenderes Segel. Eine Galionsfigur könnten wir noch brauchen. Ja, mach das mal. Ich könnte einen Schädel holen. Oh, den Kraken, der ist cool. Wollen wir mit dem Kraken rumfahren oder mit Neptun? Mit Neptun. Definitiv. Sicher, damit haben wir doch traumatische Erfahrungen gemacht. Mit dem Kraken auch. Wieso das? Ein Kompass könnte ich gebrauchen. Oh, wow. Nimm lieber Neptun. Ja. Kompass. Den ich zwar nicht gebrauche, aber. Ja, dann nehme ich ihn. So, welchen nehme ich denn? Er sieht nicht so toll aus. Ich könnte auch noch ein schwarzes Schiff draus machen. Und was mit dem Kanonenfeuer? Ein schwarzes. Wurde gerade von irgendwem umgebracht. Schwarzes Schiff und rotes Kanonenfeuer. Wieso wurde ich am Außenposten von irgendwem umgebracht? Tja. Moment, kannst du ihn mal ganz kurz in den Server ziehen? Ich will was so, ne, kann ich wahrscheinlich nicht. Ah, hier. So geht das. Musst du mal machen. Ich werde jetzt auch irgendwie bombardiert, oder? Unser Schiff brennt. Kann das sein? Okay, ich hab das schon. Was ist denn hier los? So? Und wer ist er? Wer ist Keygold? Ich wurde gerade von Keygold irgendwas umgebracht. Ist das aus unserer Mannschaft oder was? Nö, ich glaube nicht. Ich muss aber gerade ganz kurz gucken. Der hat auch unser Schiff angezündet. Ja, das ist belastend. Ist das der, den du eingeladen hast, Dabi? Nee, das sein? Ich bin noch nicht da. Ah ja, okay. Aber wer ist das? Das wird irgendein Random sein, der sich gedacht hat, ist ganz lustig, an einem Außenposten Leute umzubringen. Okay. Wenn er euch töten kann, ist er nicht in eurer Crew. Oh, und ja. Willkommen, wer auch immer du bist. Auch gegenseitig umgebracht schon. Stell dich mal vor, neuer. Ja, das ist der vom Stream. Wer bist du und was machst du? Ja, ich spiele jetzt mal Sea of Thieves. Naja. Ich bin Lenny. Also, Lenner. Der Lenny, oder was? Können wir einfach Lenny nennen oder Lennart, wie auch. Okay, Lenny. Kann mir nochmal einer einen Invite schicken? Also. Ja, Moment. Mod ist der Host. Kann schon zu alt hier sein. Boah, ich wollte eben noch die ganzen Schätze verkaufen. Mod hat dich direkt am Outpost werde ich natürlich versenkt, ne? Ah, vielleicht von derselben Person. Wart ihr bei Morrow's Peak? Ich bin unsicher, es kann sein. Jetzt nicht mehr! Oh, Mod ist live. Ja, ich bin live. Hab ich gerade eine Benachrichtigung dafür bekommen. Okay, cool. Wo bist du? Ich bin jetzt hier. So, ich kann. An einem Strand. Das ist, glaube ich, kein Außenposten. Ja, wir sind vom Außenposten weg. Wo zum Henker bin ich und wo seid ihr? Ich kann auch einfach nochmal eine neue Sitzung aufmachen, wenn wir jetzt nicht. Ah, da ist Mordi. Nö. Wir wollen ja die Storys machen. Wir müssen die Storys bloß anfangen. Dann müssen wir wahrscheinlich doch zum Außenposten, oder? Ja. Ja, komm, ich will. Wir sollten mal langsam anfangen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Haben wir schon, aber. Wir sollten langsam mit Story beginnen. Wer mitsingen will. Würde ich auch sagen. Ich gucke mal eben, wo wir lang müssen. Ziemlich dunkel hier. Zum nächsten Außenposten. Ist gerade unten. Bisschen südlich. Wir sind bei Smugglers Bay. So, hier habe ich mein neues Banjo.
So, dann hau ich meinen Anker weg. Was ist denn das? Oh, Lenny Fletcher. Da kommt nope, jemand. Könnte ich heute komplett Blödsinn machen. Ja. Diesmal haben wir zwei Leute, die tatsächlich spielen. Wenn du den Steuermann machst und er den Anker macht, dann kann ich ja komplett Blödsinn machen. Ich spiele erst seit 3 Wochen. Auch erst seit 3 Wochen? Da sind ja sogar wir beide länger dabei. Aber ein besseres, aber ein hübscheres Outfit als wir, Alter. Als wir gemeinsam. Nein, mein hübsches Outfit ist sowieso das hübscheste. Ich war gerade noch aus einer anderen Sache unterwegs. Und was machst du hier? Ach, Kleidertour. Ich bin sowieso der hübscheste. Mein Tattoo passt zum Kleid. Das ist schön. Haben wir nicht 2 Säge? Wir haben 2 Säge. Wir haben 2 Säge. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Hopp, hopp, hopp. Wir haben noch gar keine Flagge an. So, sehr schön. Die richtige Flagge gehisst. Und runter. Und mal blöd gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass sobald ich mit dem Stream anfange, mein Handy von 80% auf 15% runterspringt? Keine Ahnung. Oh. Hat sein Outfit geändert. So, wie weit ist es denn noch? Nicht mehr so weit. Okay, wir müssen auch wieder wegkommen. Das heißt, ich fahre einfach mal nicht komplett auf die Insel rauf. Ja. Das erinnert mich wieder an die eine Situation, in der wir es tatsächlich geschafft haben, unser Schiff zu stacken. Boah, das hat ja auch schon hinbekommen. Sinkschuhe Außenposten. Das war, glaube ich, sogar hier, dazwischen. Ja. Oh, da ist jemand gerade über Bord. Über Bord. Mann über Bord. Ja, ist nicht schlimm. Bin gleich wieder. So. Dann würde ich sagen 3, 2, 1. Oh ne, ram das. Wir sind noch zu weit weg. Drauf hier. Der Anker braucht auch Zeit, bis er unten ist. So. Ja. Dann holen wir uns mal die nächste Quest. Ja. Holen wir uns die nächste Quest und ich wollte noch einen Schiffsanstrich kaufen. Sehr schön. Ihr wollt jetzt ja die Piraten Pirate Live machen, ne? Ja. Ja. Aber wir sind schon beim vorletzten Kapitel. Okay. Ja, hatte ich auch reingeschrieben. Wollte ich mit der Black Pearl fahren? Nö, ich glaube, das ist jetzt... Die hab ich mir noch nicht gekauft. Ich glaube, das ist jetzt die... Nee, wir fahren mit unserem eigenen Schiff. Welches Level ist das? Das ist jetzt... David Jones ist das nächste Level. Machen wir das jetzt. Ja. Wo ist denn die Dame hier, die... Ich suche sie auch gerade, aber ich kaufe jetzt erstmal ganz kurz noch den anderen Anstrich fürs Schiff. Das sieht gut aus. Nö, sind noch Boote. Wollte ich den Admiral oder wollte ich das andere Ding haben? Der Ding ist hier. Jäger oder? Ich nehme mal den Haijäger hier. Suchet die Dame, die hier. Genau die hier. Da haben wir sie. Oh, und den Steuerrad kann ich auch noch holen. Dunkle Brüder haben wir schon. Ja, an der See können wir noch nicht. Den Captain der Verdammten haben wir auch schon. Dunkle Brüder war das jetzt, oder? Ja. Ich glaube, das müsste das nächste Abenteuer sein. Ja, Moment. Ich komme gleich. Beim letzten Mal hatten wir Captains der Verdammten, oder? Ja, hatten wir. Versunkene Pearl. Ja, das war das Schreckliche. Hier. Das hier. Ja. Dunkle Brüder hatten wir noch nicht.
Wir müssen so alle auswählen. Einmal abstimmen, bitte. Dunkle Brüder. Oder was? Das, dunkle, ja. Brüder war es. Dunkle Brüder. Und Hundi. Rufus. Oh. Da hat wohl jemand echt Geld ausgegeben. Rufus mit von der Partie. Nein. Hast du gecheatet? Okay. Aber gibt's ja in dem Dingspass. Plunderpass. Was, wie? Ich krieg einen kostenlosen Hund. Sehr cool. Nö, aber du kriegst genug Geld, um mir das zu leisten zu kommen. Da müssen wir gleich mal nachgucken. Rufus ist ein guter Name. But Davy Jones will not forget how you stood in him way. How will him forgive so muss das. The Siren Queen for failing him? See? Wait. We are not alone. You know you can't hide from me, Jack Sparrow. Oh, I wasn't hiding. Check, was, wo, was, hier. Ah ja. Der schon wieder. Ja, ich bin Hund verschreckt, oder was? Mhm. Nee, das kann ich nicht machen. Da werde ich gehatet für. Hast du den Hund umgemacht, oder was? Ich hab's versucht. Bei mir liegt er am Boden. Und wenn das klappt, dann kriegen wir Ärger. Es gibt einen Shitstorm. Wir sind Piraten, hallo. Oh, es ist tatsächlich sie. Kein Lipso. War doch klar, dass sie das ist. Wollte mir Mordi aber nicht glauben. Mir war es eindeutig, aber was soll es. So, wo ist der Hundeshop? Ja. Hast du Hunde? Wo ist der Pet Shop? So him summoning his own dark virgin of a brethren heart. Made of those cruel and corrupted souls who long to... Na, hier scheinbar. What? I'm busy. In power greater than me. Ich hab aber nur 25 von der Sorte. Ja gut, dafür habe ich noch nicht genug. Ich kann mir kein Tier leisten. Wie viel kosten die? 500. 500 Echtgeld. Dingens. Ja, es gibt ja Skelette, die droppen. Die sind allerdings ein bisschen selten. Nee, du brauchst noch diese Skelettmünzen, brauchst diese 500. Nicht mal die 205, also ich habe hier 200. Nicht die blauen, sondern die Skelettmünzen, die extra Münzen brauchst dafür. Ja, diese antiken Münzen. Mhm. Es gibt antike Skelette, die droppen, die sind relativ selten. Ich hatte davon bis jetzt gerade erst zwei gesehen. Ich hab 25 antike. Und einer davon hatte ziemlich viele gedroppt, da hatte ich Glück. Ich hab jetzt 25 antike Münzen. Das reicht nicht. Nee.
So, jetzt können wir aufbrechen. Auf geht's. Wo ist das Schiff? Da hinten. Ja. Ich muss einmal ganz kurz weg. Ich dann geh schon mal aufs Schiff. Auch gleich schnell wieder da. Dann geh aufs Schiff, dann können wir dich mitnehmen. Okay. Kannst dich auslaufen, wenn du auf dem Schiff bist. Dann können wir ordentlich fahren. So, was war jetzt mit Geld? Nix, kommen wir aufs Boot. Was müssen wir überhaupt tun? Ich hab losfahren. Losfahren. Ich habe auch nicht zugehört. Du hast ja das Buch. War doch bestimmt eine Route. Mit bestimmt irgendwie einen Plan. Oh, da ist er schon. Morty, komm aufs Schiff. Ich komme! Und Jack ist auf dem Schiff. Ich hab mich gegen den Stein geschossen. Wo ist der Sack? Ja, noch kurz weg. Ach, da ist der Sack, der steht am Steuer. Bis gleich. Oh, du hast ihn verpasst, Morty. Ich hab ihn noch gesehen, keine Sorge. So. Modi? Geh mal kurz ins Menü. Ja. Da gibt's doch auf meine Crew fürs Einsperren Stimmen. Wenn jetzt mal weg ist. Wenn er weg ist, können wir ihn mal einsperren. Ich habe schon für ja gestimmt. Na komm. Ich auch. Du willst mal versuchen. Na, klappt's? Er steht noch hier. Wenn du die richtige Person eingesperrt hättest. Ich habe für ihn gestimmt. Lenny Fletcher. Fürs Einsperren stimmen. Du hast jetzt für mich gestimmt wahrscheinlich. Ja. Hab ich. Okay. Komm, lass uns mal ausprobieren. Ich wollte es mal unbedingt mal sehen. Schlüssel zum Herz. Ja, was soll man nur? Wir können dann. Dann halt in der Zelle. Wir können ja dann freimachen. Wir können ja dann freilassen, oder? Ich weiß es nicht, deshalb will ich es nicht riskieren. Okay, Schlüssel zum Herz der Sorgen. Sonst können wir es nie ausprobieren. Ein Lied. Das ist aber die Möglichkeit. Bla bla bla, irgendwas. Komm, Modi. Korallenburg zwischen. Ich hab den Hund. Okay, wir brauchen erstmal Old Faithful. Wo haben wir das denn? Okay, Old Faithful ist hier. Gut, wie müssen wir dann hoch? Wir müssen 1, 2, 3, 4 nach oben und 1, 2, 2,5 rüber. 1, 2, 3, 1, 2, nach hier müssen wir. Das ist gar nicht mal so weit. Gut. Okay. Kann ich den Hund? Du kannst mit dem Hund gar nichts machen. Das hatten wir schon. Prof hatte einen Affen und ein Schwein oder so. Doch, ich kann ihn hier oben platzieren. Oder auch nicht. Ich würde sagen, wir segeln jetzt erstmal. Ja. Das scheint zumindest was Sinnvolles zu sein. Und ich glaube, wir müssen wieder unter Wasser. Oder? Eins. Zwei. Mist. Nee, Quatsch. Wir müssen 1, 2, 3, 4 hoch. Sehr schade. Oh, doch. Sehr schön. Na toll. Jetzt bist du uns auf den Kopf. 1, 2, 3, 4 nach oben und 1, 2,5 hoch. Ich hab den Hund auf dem Mast platziert. Der ist jetzt ausguck. Jetzt eine gute Sicht. 1, 2, 4, 1, 2,5. Ja, doch, ist korrekt. Gut, nach Nordosten müssten wir. Na dann, volle Fahrt voraus. Kannst du mal die Markierung bei Old Faithful wegmachen? Dann müsste es auch oben angezeigt werden. Okay, Sekunde.
Markierung bei eurem Feld voll wegmachen. Jo. Ist die hier oder? Die hier. Die weiter unten ist. Okay. So. Ja, jetzt müsste es irgendwo angezeigt werden. Bei Nacht wird es wahrscheinlich besser sichtbar sein. Außer sie haben das Feature wieder entfernt. Wie komme ich hier wieder raus? Ach so, so komme ich wieder raus. Indem du da rausgehst, ja. Und Jack ist noch an Bord. Ja, Jack ist an Bord. Fährt mit uns. Schade, dass wir nicht dafür stimmen können, ihn einzusperren. Er ist ein Geist, der geht dann einfach durch. Außerdem war er eingesperrt, erinnerst du dich? Er war lange eingesperrt. So, einmal genau auf den Felsen zu müssen wir. Wir werden stranden. Genau so. Wir werden am Felsen zugrunde gehen. Ja, vermutlich. In case you were curious, it's not so bad being a ghost. Oh, er redet wieder. Ich glaube, der redet dauernd. Wo ist er? Nirgendwo. Unten. Okay, irgendjemand schießt auf uns. Ja, ich. Der Hund hat Angst. Pech für ihn. Ist nicht meiner. Aber er hat einen schönen Ausblick hier. So ein Begleiter hier. Dann musst du Geld ausgeben. Oder du musst ein Skelett finden. Ja. Skelett hatten wir doch schon genügend. Oh, ich glaube, ich sehe unser Ziel. Wo? So ganz minimal. Dieses riesige Gebilde da vorne. Das komplett unnatürlich aussieht. Ah, okay. Ich glaube, ich sehe es auch. Ja. Nun, die Markierung hätten wir uns auch sparen können. She's no pearl. Fernrohr. Ich lade mal Munition auf, denn die werden wir wahrscheinlich brauchen. Guckst du? Munitionskiste. Ja, wir haben doch bisher immer Munition, wenn wir es gebraucht haben, dort im Level gefunden. Ich weiß, und? Ist doch gar kein Ding. Na, ich hoffe, dir geht's gut hier, Rufus. Hast du immer noch das unpassende Säge an? Ja. Ich wollte eigentlich auch ein neues Säge kaufen, aber dafür hat das Geld nicht mehr gereicht. Mach ein paar Zielübungen. Ja, ich auch. Ich habe dir ins Ohr geschossen. Any chance we could catch a bit more wind? Nein, im Moment tatsächlich nicht. Mehr Wind kriegen wir nicht. Ist das nötig? Oh, wir kriegen mehr Wind. Ist das nötig? Ist es hier nicht schon stürmisch genug? Aber wir können schneller fahren. Wozu willst du schneller fahren? Mehr Speed! Kanone,
keine Kanonenkugel drin. Warte. Korallenburg! Warum klingt das wie eine deutsche Kleinstadt? Viele buchstäblich Musik in seinem Gesicht. Ist der Jolly Good Fan. Schade, dass man die Musik nicht so hört. Ich auch passen. Oh, es gibt mehr Lieder. Wie, was, wo? Hör mal auf zu spielen. We shall be returning. Das ist ein altes Lied. Das hatten wir schon. Ja, ja, Moment. 1812, das ist ein. Ah, jetzt gibt's das komplette. Okay, wir fahren durch Fässer. Könnte hochgehen. Bereite dich aufs Flicken vor. Okay. Wir haben's überlebt. Ich hab keinen Latten. Dann geh mal im Hub recherchieren. Dann kriegst du Lappen. Oh nein, Lappen? Oh nein, oh nein. Felsen. Lappen. Felsen. Nein, Lappen habe ich hier. Da steht einer neben mir. Anker! Nein, die Kanone! Nein. Ich glaube, ich muss fixen gehen, oder? Ich kann viel Schaden. Jo. Ja. Ich habe eine Planke. Aber ich hab Holz hier. Sekunde, hier. Lattenkiste. Direkt neben Starbucks. Ist doch egal, ich hab's schon gemacht. Okay. Ich hab's schon gefixt. Ich hol den Eimer. Ich hab den Eimer. Ich mach das hier. Gut. So, alles wieder in Ordnung. Ein bisschen abseits, aber. Alles wieder in Ordnung. Wir können den Schlafen legen. Jo. Der Lenny ist immer noch nicht wieder zurück. Nee, leider nicht. Das ist jetzt ein bisschen belastend, weil wir es am Ziel. Tja. Dann muss er wohl hier bleiben. Ziehen wir mal den großen Bart an. Und den alten Haken. Was ziehst du dir an? Das alte Bein. Ich zieh mich ein bisschen um. Ach nö. Noch mehr. Find mein Kleid passt sehr schön. Das Tattoo passt auch dazu. Auch immer. So, wo müssen wir eigentlich hin? Dort hier? Ich bin dann schon mal im Land. Den Nanny lassen wir jetzt einfach zurück. Ja, dann muss er halt die Rolle machen, die ich beim ersten Mal gespielt habe. Muss halt hinterherkommen. Ja. Im Zweifel hast du. Hast du Essen mitgenommen? Nö. Essen ich nehme noch. Essen haben wir bisher immer gefunden. Okay. Jetzt ist nur die Frage: Haben wir den Kompass? Wahrscheinlich nicht. Nein, wir haben keinen Kompass. Ich bin tot. Wie? Aus irgendeinem Grund ertrunken oder so. Und ich bin wieder am Schiff. Oh nein, du musst ja jetzt fast einen Meter laufen. Ich guck mich in erstmal auf der Insel um. Ich komm zu dir. Ich hab halt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Sieht vielversprechend aus, offensichtlich. Du würdest sagen, hier nicht lang, weil da kam ich her. Wo bist du gerade? Ah, hier.
gucken wir uns mal da hinten an der Seite um. Ja. Sonst gehen wir in das offensichtliche gigantische Fischmaul hier. Das sollte man vielleicht mal tun. Warte, ich komme zu dir. Ja, aber hier ist auch noch Zeug. Hier sind auch noch Dinge. Hier ist auch eine Höhle. Jetzt ist die Frage, Fischmaul oder Höhle? Fischmaul. Okay, Höhle. Warte, ich komme zu dir. Geh nicht ohne mich. Oh, ich glaube, das ist der richtige Weg. Sieht sehr nach Kapitel 2 aus. Ich sehe dich nicht mehr. Okay, da bist du. Hey. Hoffentlich nicht Kapitel 2. Das war ja das mit den Meerjungfrauen mit dem. Hier kann man noch lang schalten. Mit dem Schalterrätsel und. Oh nein. Ja. Secret passage, a back door, doesn't matter. It's a way in. Da ist er. Ah, da sind doch diese Statuen wieder. Modi. Ja, ich hab sie gesehen. Hurra. Das ist wieder so ein Level. Es ist dasselbe Level, wetten. Hä? Nö. What matters is, this got me inside another of Jones's strongholds once before. Let's just hope he hasn't changed his tune. Hier sind noch die Statuen. Hier sind die Statuen. Ja, zurück zum Schiff. Kommen wir damit. Ah ja. Jack steht hier vor der Tür. Ja. Er spielt was vor. Der hat hier die Kiste, die. Der Davy Jones Herzdings. Ah, AFK gebannt worden. Nice. Tja. War ein kurzes Vergnügen, dann sind wir wohl zu zweit. Bis er wiederkommt. Ja. Na, es gibt ja die Statuen, vielleicht funktionieren die jetzt wirklich. Mal schauen. Oh. Ui. Da passiert was. Er kann also doch irgendwas. Das bezweifle ich stark. Und die Musik ist cool. Und schon coolerer. Der Abstieg bei Kapitel 2 war echt nice. Den hat bisher noch nicht getroffen. Jones assumes I'm dead and lost for all eternity. Adrift on an ocean of forsaken souls. Kapitel 2 war ja das Schiff scheiße. Ja. Und manche Rätsel, naja. Ich hab's ein zweites Mal gespielt und man hätte die Statue schon erkennen können. Ich erinnere dich dran, wo wir dadurch ein schmales Loch da gerade so knapp durchgeschossen haben. Wir müssen tauchen, es ist eins dieser Kapitel. Juhu, Unterwasserlevel. Juhu, ohne neue Gegner. Ah, Shuffle also. Unterwassermusik. Und achte drauf, immer wieder die Sauerstoffquellen aufzusuchen. Okay. Oh nein. Was? Oh nein. Ja, trink hier gerade. Toll, wir sollen also durch einen Stein schwimmen, oder was? Wir sollen offensichtlich durch einen Stein schwimmen, oder was? Ja, irgendwie so. Ja, er hat gerade einen Stein geöffnet. Oh, okay, ich bin hier oben, Mordi. Du bist also hochgeschossen worden. Ja. See me swim straight through that door. Wonder if I'll come into possession of any other ghostly talents. It's no good. I can't move things with my mind. Shame. What about? Nope, that doesn't work either. Would have been great fun though. It seems my newfound skills are limited to turning invisible and walking through walls. Once I get my treasure back, I'm heading straight to the nearest bank vault. Achso, das ist das, was wir gerade gespielt haben. Ich wollte gerade mal ausprobieren, was die neuen Nieder sind. Okay, ich benutze den Flaschenzug.
Das sind gar keine neuen Lieder. Die haben wir in Shuffle schon öfters gespielt. Ja, die waren aber nur in Shuffle. Oh nein. Willst du drauf oder soll ich? Warte. Ich gehe. Ich bin drauf. Und nun? Ja, ich versuche. So. Machst du hier oben drauf oder da unten drauf? Hier oben? Ja, ich glaube ja. Oder? Wo muss ich hin? Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie rüberkomme. Was mache ich hier? Da hoch oder was? Hier so? Nö. Ah, nein! Ich bin unten. Ganz unten. Ich auch. Gut. Aber wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen aufs Blatt. Und dann weiter. Irgendwie. Ich nehme den Flaschenzug. Einmal mit dir. Verzeihung. Okay. Genossen. Sicher, dass wir auf das Blatt sollen? Ja, wo sollten wir sonst hin müssen? Jetzt hier runter wahrscheinlich. Vermutlich. Oder irgendwie dort drüber. Da hoch müssen wir, hier. Ah ja, okay. Aber ja, wie? Naja. Das ist recht simpel. Verdammt. Sagte er. Ja doch, hier oben auf die Bretter. Und nun? Weiterspringen? Fragezeichen. Hier ist eine Leiter. Wo ist eine Leiter? Oh. Nun. There you are. I was starting to think you'd taken a tumble. Not everyone's as steady on their feet as I am. Das ist Jake. Oh, es ist die Passage. Wasserrutsche. 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 Yay. Mit Actionmusik. Fehlen nur noch die Bikini-Models. Ui, das ist die Backpur. Oder auch nicht. Das ist die andere. Dunkle Brüder. Das ist der Holländer. Das ist David Jones. David Jones Schiff. Ich geh mal an Bord. Dutchman. Kommst du auch noch, oder? Müssen wir drauf? Ja, ich bin schon drauf. Und das ist Jack. Hier ist eine Munitionskiste, also. Kanonenkugeln, sehr viele Kanonenkugeln hier. Wir werden schießen müssen. Es wird wieder so ein Level. Da hinten leuchten Dinge. Guck mal in die Kanonenkugelkiste. Wir haben einen Dreizack. Guck mal in die Kanonenkugelkiste, Morty. Wir hätten auch zwei Dreizacke. Drei Dreizacke. Ja, aber guck mal in die Kanonenkugel. Die 99 plus Kanonenkugeln gesehen. Wir werden hier schießen müssen. Wie wild. Okay, der ist also relevant. Es wird hier so ein Kampflevel. Und die geht's unterm Bord. Ich glaube, ich nehme mal den durch hier. Oh, ich habe hier was getriggert, Morty. Ich bin da. Ich hab ihn durch. Beziehungsweise Jack hat ihn durch. Einer von uns. Ja, hier ist die Orgel. Einer von uns. Wollte ich einer von uns. Ja. Okay, ich glaube, wir sind... Ja. Inner sanctum of the most vengeful creature to sail the seas. That's not right.
is where I swipe the treasure out under the nose he doesn't have. If we don't get it back, who's the player? Again, statues. Klavierspielen, Orgelspielen. Now, this is either very old sheet music or Davy Jones's secret recipe for liver and onions. See if you can make heads or tails of it. Oh nein. Was passiert? Wir müssen Musik spielen. Yay. Warte, ich hol die. Ich hol das Banjo raus. Oh Gott. Ich kann nicht spielen, ich muss dir zugucken. Kannst du Musik? Bist du vertraut mit Musik? Ganz bestimmt nicht. Gut, ich glaube, dann haben wir hier ein Game-Breaking-Level. Wir sind dann fertig für heute. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ach so. Ich kann nur die eine Taste drücken. Mach das hier. Ach so. Nee. Ich hab keine Ahnung. Ja. Irgendeine Ahnung, was zu tun ist? Zur Not Komplettlösung raussuchen. Nun. Nun. Verzeihung. Guck mal. Ich wusste hier mit dem Bild. Was ist das hier? 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht ungesund aus. Dein Dreizack ist in deiner Schulter. 7. Ich hab, glaube ich, Dinge getan. Okay. Ist was passiert? Unsicher. Ach, in D-Moll, okay. Könntest du aufhören zu spielen? Das nervt halt gerade bei den Musikern wirklich hart. Wollte ich ein bisschen unterstützen. Dann wird es wahrscheinlich das hier. Lol, ich sehe es gerade. Moment. Könntest du aufhören, die ganze Scheiße zu machen? Das hier ist wirklich kein leichtes und spaßiges Level. Was tust du da? Ja, das Musikzeug machen. Ja, das ist die richtige Musik. Geschafft. So. Und nun? An die Kanonen nehme ich an. Es ist Actionmusik. Wo die Kanonenkugeln sind, weißt du. Ich hol schon mal Nahrung. Ich höre, wie Dinge aus den Wänden krachen. Na, schieß. Moment, wo sind sie? Oh. Ich kann leider nicht den Speer in der Hand haben und gleichzeitig Kanonen benutzen. Ich one-shotte alles hier. Also entweder Kanonenkugeln oder Dreizack. Das ist ja blöd. Dann nimm halt keine Kanonenkugeln. Kannst auch mit dem Dreizack feuern. Worauf muss ich schießen? AOE-Effekt. Kriegt man die relativ easy down. Ich schieß gerade hier. Und wenn ihr Schiff zerstört, das ist ja nicht unseres, ne? Ich bin hier gerade an der Kanone. Und das ging gut. Na, der trifft mich, oder? Nein. Au! Hier ist keiner. Den Krabbenmann erledige ich dadurch, oder? Und... Nein! Knapp daneben.
Und schieße. Na, das ist zu weit weg. Der Dreizack ist aufgebraucht bei mir. Dann nimm halt meinen. Ich hab hier oben noch einen. Oder? Ja. Dreizack der finsteren Gezeiten. Sehr schön, getroffen. Wer schießt eigentlich die Kanonen ab? Ach du. Ich nicht. Ich schieß grad gar nicht. Was? Wer schießt denn die Kanonen ab? Ich nicht. Dann gibt es ja nur noch eine Person, die gerade anwesend ist, ne? Tja. Ich bin übrigens gerade wieder zurück. Oh, hi. Cool, wir sind gerade mitten auf dem Schiff beim Kämpfen. Soll ich nochmal eine Einladung schicken? Du bist irgendwann Du wirst ausgelockt. Ja, ich hab ja noch ein paar was klären und dann kannst du am essen. Dann wird es doch ein bisschen länger. Oha. Ja, dann sind wir wieder da. Du musst mal hinterherkommen. Mit der Statue dich zum Flügel porten. Okay. Also, du müsstest da irgendwo so eine Statue finden. Wir haben gerade hier ein bisschen Action. Was heißt, jemand kann fortsetzen? Ich bin getroffen. Entweder das oder du musst halt durchrennen, wenn du es nicht findest. Mal gucken. Was passiert hier? Oh, wir haben Leute an Bord. Dreizack. Hab ich den erwischt? Keine Ahnung. Okay, Jack tut irgendwas. Glaube ich. Er schießt mit Kanonen. Es kam gerade irgendeine rote Welle. Die war doch von ihm, oder? Ich sehe absolut nichts. Ich schieße auf den Krabbenmann. Und auf den Schildkrabbenmann. Wir könnten hier tatkräftige Unterstützung gebrauchen. Jede Unterstützung brauchen, die es gibt. Na komm, Lenny. Problem ist halt auch noch mit der Anzahl der Crewmitglieder steigt halt die Schwierigkeit beim ganzen Scheiß. Na toll. Ja, muss ich daran erinnern, es war halt super easy, als ich es allein gespielt habe, das zweite Kapitel. Das ist ja super. Erinnerst du dich? Ich muss mal etwas essen. Ich auch. Bananen. Mehr Bananen. Und Dreizack aufheben. Meiner. Okay. So, hier. Oh Gott. Zeig's dir. Funktioniert das mit der Statue? Ich finde die Statue gerade nicht. Da müsste irgendwo rechts seitlich so ein kleiner Höhleneingang sein. Scheiße, er hat nicht mehr genug Laden. Verdammt! Ich treff nicht. Ein Dreizack ist down. Zeit für gute alte Schusswaffen. Und ich treff den Typ nicht. Ja, jetzt ist er weg. Getroffen. Ja. Yeah. Nein. Oh nein, ich bin getroffen. Ich muss was essen. Was muss man machen, damit er den scheiß Schild aufbricht? Oder ist das nicht der? Du sollst die dich anfeuern. Die musst du schießen. Ich will aber die Krabbe erst mal erledigen. Okay, ich habe auch keinen Dreizack mehr. Ja, die haben jetzt mittlerweile eine Ladung, die wird auch angezeigt. Wenn der Kristall gräulicher wird, dann ist er down. Okay, ich sehe den Name-Tag von Lenny. Okay, scheiß drauf, Moment. Ich brauche was zu essen wieder. Bin ich. Wo ist die Dreckskrabbe? Da oben ist jemand. Weißt du was? Ich schwimme da jetzt rüber. Mach das. Ich schlag dir in die Fresse, weil ich befürchte gerade, dass das Ding gebackt ist. Das ist nee, die hatten nur eine höhere Resistenz gegen Schusswaffen. Ja, aber nicht, wenn du da zwei Magazine reinfeuerst. Na komm, ja, okay. Feuern. Dann müsste die doch sterben. Ich hab die auch zweimal mit einem Dreizack erwischt, also. Ich hab eine Kanonenkugel. Schieß mal mit Kanonen auf die.
ist sie in Reichweite. Nee. Der eine wird es tun müssen. Hebel! Ich hab den random Hebel gesehen. Hier sind ganz viele Leute. Schön. Hier unten sind auch Kanonen. Das ist ja jetzt erst. Jo. Moment. Aber da bist du nicht so frei mit. Okay, N habe ich erledigt. Ja, aber die Krabbe ist in Reichweite. Na, wo ist die Krabbe? Ich habe hier nur, ich habe nur ein kleines Skelettdinger hier. Okay. Da sei sie irgendwo. Kanon, die macht gerade die ganze Zeit ihr scheiß Schild. Für niemanden, also fürchte ich, dass sie verpackt ist. Mal wieder. Ich schieße hier nur auf die kleinen Viecher hier. Ja, und ich verbringe meine Zeit mit Respawnen. Ah. Ich komme zurück. Ich kann die ganze Zeit Krabbenklappe. Sehr schön. Oder was? Die habe ich besiegt. Okay, da ist keiner mehr auf der Seite. Hallo, ihr habt den irgendwann anscheinend down gedrückt. Cool. So die Seite hier. Denn hatte ich eben den Kanonen doch treffen können mit den unteren. Dann war der einfach nur richtig, richtig gut gebufft. So, sehr schön. Da ist noch einer. Der Schuss ging durch. Und zack. Wo war nochmal die Munitionskiste? Direkt neben dir. Sehr schön. Muss mal was schnabulieren. Double Kill. Oha, okay, nächste Welle. Ja, nächste Welle, buchstäblich. Ich habe auch irgendwo einen Random-Hebel gezogen. Oh, die Jungs sind hier. Oh, okay. Ja. Schön, dass wir jetzt keine... Oh mein Gott, da war eine Krabbe hinter mir. Hab gesagt, hinter dir. Ich hab keine, ich hab keine Munition mehr. Na toll. Munitionskiste. Ja, Munitionskiste. Sie kommen rüber. Ich mach mir mal Bananen rein. Sie kommen rüber. Die Krabbe. Das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, schon die nächste. Na toll, ich bin elektrifiziert. Ich auch, aber ich habe ihm in den Rücken geschossen. Na toll, schon wieder alle. Die Munitionskiste ist hinter dir. Ja. Ja. Nächste Welle. Ja, buchstäblich. Aber wovon war der Hebel, den ich gezogen habe? Oh, da kommen wir ja. Keine Ahnung. Oh, die große Krabbe. Ich sehe sie und ich schieß drauf. Wir erledigen erstmal die Leute auf dem Schiff, oder? Ja. Ja. Sehr schön. Oh nein, ich wollte da auf Jack schießen, hey. An die Kanonen. Scheiß auf Kanonen. Ich hab Kanonen in meiner Hand. Nein. Ich bin getroffen. Schlimm. Essen. Das sind Kanonenkugeln, die kann ich nicht essen. Das sind auch Kanonenkugeln. Keine Kugel mehr. Geh ans Fass. Mein Gott. So. Die Kleinen krieg ich aber locker per Hand weg. Verdammt. Voll. Du bist nervig. Oh, ich bin wieder. Ich auch. Ich war gerade einen Lebenspunkt runter, Alter. Ist ja schlimm hier. Ich sag ja, das Geld hat mit der
mit der Crewanzahl, ne? Ich glaube, deren Schaden auch. Sehr schön, den haben wir besiegt. An den komme ich nicht ran. Okay. Sehr schön, da habe ich in den Arm geschossen und Brust. Na toll. Au. Munitionskiste. Könnte ich vielleicht mal so schießen. Es bringt recht wenig, den mit der Pistole abzuschießen. Den. Gehen aber. Wie gesagt, der Dicker hat teilweise ein Schild und der hat nimmt weniger Schaden von den Schiffen. Tja. Sonst haben wir die Dicken aber auch immer mit Schild abgeschossen. Kann sein, dass sie jetzt gepatcht haben. Mehr Kokosnüsse, mehr Munition. Mehr Munition, mehr Kokosnüsse. So, wo gibt's die Leute? Komm schon. Na komm. Und Jack hilft auch mit. Er tut zumindest so. Ich bin mir nicht sicher, ob er irgendwas tut. Ob das irgendwie hilft. Ich erinnere dann, beim ersten Mal, wo wir ihn getroffen haben, hat er eine halbe Stunde mit der Krabbe gekämpft. Ja. Nächste Welle oder was? 25! Und haben wir es geschafft oder was? Symphonie der Sorgen, Belobigung freigeschalten. Es gibt überhaupt diesmal alles für Belohnung. Nein, egal. We were here before. He most certainly does now. I suggest we disembark before he sends anyone else to offer us a warm welcome. Let us find out where that door leads, eh? Tor. Ich bin grad komplett unter Bord. Was? Da geht's runter. Ja, cool. Was für ein Tor sollen wir suchen? Vielleicht hier irgendwo. Oh, lol. Hier ist ein Fass. Hier sind Kanonenkugeln. Hier sind Sonderbomben im Fass. Na oh, toll. Ich lade mal meine Brandbomben auf. Damit hatten wir Wo bist Erfahrung. Du? Ich schwimme hier. Außen rum. Ja, das wäre gut. Ich erkunde ein wenig. Das sind ja erschreckend viele Kanonen hier. Ja. Ah, hier unten im Wasser. Und da ist noch eine Munitionskiste. Hätte man auch im Wasser kämpfen können? Wo seid ihr zum Henker? Wir sind oben im Wasser. Wir schwimmen um das Schiff. Warum tun wir das? Ich will vor allem wissen, ob es mehr Hebel gibt. Ist das Story relevant? Es kann sein. Hier sind Fässer. Also ich habe keine Ahnung, wo wir durch müssen. Hier sind Fässer unter Wasser, das ist... Naja, das Buch hat sich ja geupdatet. Wir sollen da was in der Orgel spielen. Ah, okay. Haben wir doch schon. Hier ist ein Aufzug. Oder? Habt ihr das schon? Wo ist ein Aufzug? Hm? Hier, sind wir hier reingekommen? Ich sehe nicht, wo du bist. Hier? Okay, hier ist eine Meerjungfrau, hey. Dem schieße ich jetzt in die Fresse. Okay. So, ich muss wieder an Bord kommen. Leiter? Doch, hat's irgendwo an der Seite. Hä? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich glaube, ich bin gerade in einem Bonusgebiet gelandet oder du so. Du bist irgendwie gerade... Ah, da vorne. Da hinten bist du. Ah. Das ist ein Aufzug. Ja, ich weiß nicht, was ich hier gerade tue, aber es gibt auf jeden Fall was und es gibt Gegner. Oh, ich habe hier einen Meerjungfrau, Mann. Ich habe hier gerade gesagt, hier gibt es Meerjungfrauen und es gibt Gegner. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Aber ich müsste mal was essen, sonst bin ich gleich tot. Dann ist mal was. Ich schieße hier auf. Ich bin tot. Moment. Kannst du mich mal wieder übernehmen? Ich bin bei der Munitionskiste. Ich weiß, ich sehe dich. Ich bin einen Meter neben dir. Ich benutze dich mal eben als Schild währenddessen, ne? So. Sehr schön.
Futtern. Und wo ist der Nanny? Der kommt gerade. Achso. Ich geh gerade drauf. Und wo sind die Gegner? Kokosnüsse? Ich sehe die Gegner nicht. Unter Wasser. Ich hab, glaube ich, einen gekillt. Der andere ist auch tot. Ja, okay. Haben wir jetzt, oder? Ja, ich glaube, es sieht so aus, als würden wir hier weiter müssen. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter an der Seite. Hier unten sieht das nach einem großen Tor aus. Wo ist eine Leiter? Ja, habe ich auch gesehen. Wo ist eine Leiter? Hier an der Seite. Ich weiß aber nicht, wie man da hochkommt. Okay. Hier ist ein Steg oder so? Ach, nee, was raus. Vermutlich müssen wir das Treibholz nehmen. Nee. Wo kommt man denn da hoch? Ich hier an der Seite, da bei den... Kann sein. Guck auch mal unten, ob unten noch irgendwas ist. Kleines Jump and Run. Ja, kann hier mit einem Hebel irgendwo was runterlassen? Ich hab vielleicht hatten wir das Zeit schon mit dem ersten Hebel. Und er hat auch schon einen Hebel betätigt. Ich hab ja vorhin gesagt, ich habe einen random Hebel gefunden. Vielleicht hat der hier schon was ausgelöst. Es kann sein, dass der hier das ganze Ding geöffnet hat. Tja. Vielleicht mal tauchen. Vielleicht bringt das weiter und weiter. Nö. Doch, hier ist so eine. Hier ist so eine große. So, da waren wir vorhin Tür, wahrscheinlich. Ich denk mal, die werden wir öffnen müssen, Tür. Aber. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt's hier unter Wasser was in den Wracks. Wär's mal mit folgendem und wir gucken einfach mal im Buch nach. Ja, falls das uns was sagt. Ja, ich gucke weiter. Also die neueste Seite ist halt das mit der Orgel. Das habe ich aber schon gemacht. Warte mal. Dann müssen wir nochmal spielen. Seile durchschneiden. Oh! Welche Seile? Sind hier irgendwo Seile? Das sind Ketten. Seid ihr überhaupt? Ich sehe euch nicht mal. Ach, da. Ah. Oder? Ich hab den mal durchgeschnitten. Okay. Was geschieht? Wir kommen jetzt hier rauf, oder? Ja. Jo. Jetzt können wir hier einen Jump'n'Run rüber machen. Und kommen an Land. Wo? Ach, hier. Oder was? Ja, hier. Okay, wo waren die Seile? Ich bin jetzt höllisch schlecht in Jump'n'Runs. Ja. Ah, okay. Die habe ich nicht gesehen. Ich gehe die Leiter hoch. Da hängen die Teile dran. Das ist natürlich smart. Ah, jetzt haben wir einen Flaschenzug und jetzt kann ich... Ja, ich kann euch hochholen. Ihr müsst nicht rüberspringen. Bitte zum Aufzug. Aber wo kannst du... Oh nein! Ah, wo? Ach so, dort hinten hin. Da, wo Jack steht. Da musst du uns hochholen. Ja, ganz genau. Ich bin bei Jack. As charming as this chamber admittedly is, this waterfall does present a conundrum. Allow me to assist via my newly discovered intangible mind. Mal DM hochziehen, bitte. Ich muss nochmal hochklettern, ich bin gefallen. Können wir da irgendwie durch oder? Nee. Cannot be used, no. Moment, ich muss glaube ich rüber und Jack bringt uns hoch. Ja, da ist eine Tür aufgegangen. Warte, ich häng hier fest. Molly, komm her. Das ist eine Tür. Ich schwimme. Das ist eine Tür aufgegangen. Okay. Ich schwimme. Oh, okay. Hier geht's durch. Ich mein Bestes, um zu euch zu kommen, ja. Oh nein. Hier gibt's wieder so, hier gibt's so eine Linie, eine Muschel hier. Hänge. Da hängst du da auch fest? So. Ach so, ich bin jetzt hier schon. Ich bin jetzt da. Okay, lila Muschel, die kennen wir ja noch. Nee. Seems the Sirens have been collecting trophies. Hier geht's weiter. Pearl's been spared such a fate. She deserves far better. Oh nein, die Statuen, ich sehe sie. Well, that's lost to time. Just like everything else down here. Okay, haben wir ein Symbolbild.
Ah, okay. Da kann man sie bewegen. Ah, listen to this. For seven sunsets, the Ach so, hier die drei Statuen. Zwei und einer mit einem Horn. Das sind beide nach oben. So, hier. Fehlendes Sirenenherz. Wir wundern wohl ein Sirenenherz. Modeste und ein Sirenenherz. Ich weiß es nicht. Lass erstmal die Story weiter ablaufen. I don't suppose to see it's all not that Calypso. Happened to mention it to you, but they used to be close. He served 10 years aboard the Dutchman just to spend one day at her side. Wenn wir die jetzt auch hochkriegen, dann haben wir hier. Das hätte schon gelöst. Okay. Right, that's enough of that. This place is full of forgotten treasures. Der Ninja ist gegangen. There might be something we can use inside one of these wrecks. Ja. Du bist weg. Du offenbar rausgeflogen. Lenny ist rausgeflogen. Irgendwer hat sagte. With the seal intact. If I could trip. No. Doesn't matter. I'll come back later. Sag mir schon, so helfen sie, läufst du da gegen an? Ah, das ist mein Internet. Ja. Das ist der mit der Kette, das ist der Typ da. Das ist der mit dem Ding, ja. Müssen beide nach oben. Okay, ich glaube, wir haben Hinweise im Buch gekriegt. Aber wir haben kein Herz hier für den. Wenn wir da das Sirenenherz kriegen, dann können wir das machen. Ja. Dann gucken wir mal, ob vielleicht eine der Sirenen das Sirenenherz gedroppt hat im letzten Raum. Hm. Das wäre nicht schlecht. Schiff. Gucken wir uns mal um. Ja, man landet immer auf dem Schiff, deshalb gibt es die Statuen. Hier ist kein Sirenenherz. Dann versuch mal einen Weg hierher zu finden. Soll ich den Guide aufmachen? Das kriegen wir so hin. Tja. Wir haben bisher immer mit Guide gespielt, weil wir wirklich inkompetent sind. Dann öffne den Guide. Ich nicht, ich habe aber immer ewig gebraucht. Und die Zeit haben wir heute nicht. Ja. Ja, ja. Wir haben jetzt schon nur noch 20 Minuten. 22, um genau zu sein. Ja, gut. Wieso? Weil einer von uns, der nicht Modi, komm mal her. Ja. Guck mal, wie wär's denn mit dem Sirenenherz hier, was hier rumliegt? Hm? Wie wär's denn mit dem hier? Ja, cool. Das könnte man nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Wie müssen wir es ausrichten? Ist nach oben, irgendwas? Nach ganz oben. So hier. Cool. So. Wo hast du das gesehen? Dort. Modi. Hm? Oh. Hier, hinter dir. Oh! Du bist heute wirklich blind. Oh, Kompetenz, ne? Ah, da öffnet sich die Tür. Zu meiner Verteidigung, ich habe über eine Stunde gebraucht, um mir vorhin einen Charakter für ein Paper zu erstellen. Ich bin ein bisschen durch heute. Hier ist wieder so eine Statue. Ich schieße drauf. Wo haben wir das Sinnbild dafür? Oh, hier, nach unten. Ich hab's richtig ausgerichtet, versehentlich, oder? Nein. Der mit der Kette muss nach oben. Hat er eine Kette? Nee, hat er nicht. Nee, das ist der letzte. Und jetzt? Ich nehme an, wir haben ja nur eine Möglichkeit, einmal auf das Horn hauen. Und jetzt können wir hier rüber, oder? Hier. Ich will den Flaschen zurück. Nein! Ich bin unten. Kann ich hier irgendwie wieder hochkommen? Ja. Wie komme ich hier wieder hoch, Modi? Bin gerade runtergefallen. Ich sagte, sobald ich runtergefallen bin, wahrscheinlich den ganzen Weg zurückgehen. Es ist immer noch Sea of Thieves. Na toll. Ich bin runtergefallen. Ja. Ah. Ich vielleicht auch. Yo! Okay, ich gehe den Weg zurück. Oh, Käfige. Oh, wir sind hier. Mensch. Ach, da sind wir. Ja, ach, da sind wir. Ich glaube, der Wasserfall hat mich gerade runtergehauen. Ja, mich auch. Wo seid ihr? Hier senkt sich gerade das Schiff hier.
Da müssen wir wahrscheinlich drauf. Vielleicht sollten wir auch einfach das Schiff absenken lassen. Ich bin auch im Schiff. Die Tür hier zu. Die Tür ist zu. Ich bin oben drauf. Was? Und nun? Moment, ich mach nochmal auf. Was machen wir jetzt? Laggt grad wieder. Ich glaube, es laggt nicht. Ja, alles gut. Hier vielleicht drüber oder was? Laggt es bei euch auch so? Nö. Minimal. Dann geht mal rüber, ich glaube, wir müssen hier rauf, oder? Ja, ich zieh's hoch und dann lassen wir es einfach absenken, bis wir das Ziel erreichen können. Wo müssen wir hin? Es kann auch sein, dass sich das bewegende Plattform Leute unsichtbar machen, das hatten wir auch schon. Wo müssen wir überhaupt hin? Geh du mal voran. Ich gehe voran. Durch den Wasserfall. Oh nö! Ich bin runtergefallen. Ich bin drauf! Oh, nein, 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 nein. Okay, wir können da noch nicht durch. Wieso nicht? Weil ich gerade auf der Plattform gelandet bin, aber ich wurde vom Wasserfall trotzdem runtergespült. Man kann da nicht drauf. Oh, die Kette muss geradeaus. Okay, ich komme mal wieder hoch. Ausgestreckten Arm haben. Ja, das haben wir doch schon gesehen. Nein, unser letzter Stand war, er muss nach oben. Hier durch. Ist die Tür noch auf? Jupp, hier sind wir auf dem Schiff. Ja, Moment, ich richte den Mann aus. Ah, okay. Ich komme da nicht ruf. Ich sehe schon, was wir machen müssen. So. Und was müssen wir machen? Ich muss erstmal die Tür wieder für mich aufmachen, dann muss ich meine Munition aufladen. Und muss Folgendes machen. Oh, hier ist ein Flaschenzug. So. Ja, das was ist dafür? Für das Schiff hier. Ja. Okay, ich habe glaube ich alles richtig gemacht. Dann rauf hier. Und ich glaube, der. Hört der Wasserfall auf? Nö, nicht wirklich. Aber wo müssen wir hin? Das versuche ich gerade rauszufinden. In den Wasserfall. Vielleicht in den Wasserfall. Vielleicht in den Wasserfall rein dort. Hinter den Wasserfall. Also, der Wasserfall kommt da oben aus dem Mund von einer Statue oder von so einem Gesicht. Vielleicht müssen wir dort auf die Plattform unten. Ja. Ja, da sieht es so aus, als würde es weitergehen. Hier. Oh, scheiße. Dort, wo das Wasser hinfällt, Mordi. Da müssen wir hin. Wo das Wasser hinfällt. Und da geht es dann rechts hoch. Da geht es dann, wenn du rechts lang guckst, sieht so aus, als würde es da weitergehen. Also müssen wir das Schiff so annehmen, dass wir da oben rauf können. Auf die Plattform, wo das Wasser gerade drauf bremst. Da kommen wir aber nicht drauf, solange das Wasser läuft. Sicher? Ja, 100%. Gibt's hier vielleicht noch eine Statue? Wir sollten es vielleicht mal versuchen. Ich habe es versucht. Zweimal. Ich bin zweimal gescheitert. Ich wurde zweimal vom Wasser also hier steht nur der Kettenmann, der muss das gerade halten. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, kannst du mal die Tür nochmal aufmachen? So, was ist, wenn ich jetzt hier. Nein, kann ich nicht. Ja, man wird leider runtergespielt. Mist. Moment. Oder kann ich? Also muss man darauf schießen? Auf die Statue, ja. Normalerweise. Ansonsten, der ist gerade runtergespült worden, der muss eh aufmachen. Ich könnte doch versuchen, den anderen Auslöser zu benutzen. Tja. Wir hatten hier doch noch einen zweiten. Oh nein. Ja, der muss arm nach oben. Au. Oh. Ich glaube, wir haben einfach die falsche Statue mit dem Horn benutzt. Ja, die Tür bitte immer noch. Kann man jemand. Wie macht man die Tür auf? Nicht? Ich bräuchte nochmal die Tür, Modi. Beide nach oben. Ah ja. Ist Tür auf. Stimmt.
Oder auch nicht. Ja, doch, klar. Man muss halt auch auf den Knopf drücken, ne? Was für ein Knopf? Das Horn. Das Muschelhorn. Das Horn. So, nur. Wir haben hier die Angaben: Kette nach geradeaus. Dann machen wir geradeaus. Beide nach geradeaus. Und den hier nach unten. Na dann. Daran lag's, glaube ich. Haben wir hier ein Arsenal? Ja, haben wir. Nee, Quatsch, eine Munitionskiste. Nach geradeaus musst du. Beide müssen nach geradeaus. Sind beide geradeaus? Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich drück den Auslöser. Scheint so. Ja, funktioniert. Und was passiert? Das Signal sagt ja. Müsste eigentlich da oben ist der Mund zugehen, oder nicht? Aber es geschieht nichts. Ich öffne den Geist. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Warte, sonst probiere ich das hier drüben nochmal. Es passiert nichts. Wie hieß die Quest nochmal? Dunkle Brüder. Dunkle Brüder, so. Der hat hier die Muschel in der Hand. Tja. So. Ja, wir sind schon relativ fortgeschritten, wie es aussieht. Ja, knifflig, nun Raum. So. Okay. Findet euch nun in einem Raum, in dem ihr drei Sirenenstatuen ist, um den Wasserfall zu stoppen. Ein Raum mit drei, nee, da haben wir nur zwei. Da müssten zwei andere Statuen noch sein, irgendwo hier. Ja, eine ist hier. Ja, eine ist hier, die ist offensichtlich, aber es sollen noch zwei andere da sein, die kaum zu erkennen sind. Okay. Dann such mal. Ich habe hier zumindest das Symbol, was hier sagt, dass einer irgendwie mit einer Muschel in der Hand, der nach oben muss. Ja, die Symbole sind klar, aber wir müssen auch die Statuen noch finden, die hier irgendwo sein sollen. Tja, ich habe keinen Plan. Also die zwei sind es nicht da hinten. Akustisches Symbol. Ich lasse nur, weil ich die Tür hier wieder aufgemacht habe. Ah, ich habe da hinten eine, glaube ich. Moment. Ja dann, wie muss ausgerichtet werden? Ich muss zum Arsenal, ich brauche einen Sniper. Ohne sehe ich das Ding. Wie muss sie ausgerichtet werden? Wo ist sie denn? Ach, die da hinten. Ich gucke gerade. Nein, das sind Korallen. Das ist die mit der Muschel. Das ist... Ja. Wo ist hier eine Statue? Ah, hier ist eine Statue. Aber wie muss die? Das ist der Muschelmann. Ach, okay. Da oben! Haha, guter Trick, danke. Und wo? Ja, okay, ich hab beide. Ich nicht. So. Und jetzt? Es passiert nichts. Ja, klar, wir müssen ihn noch ausrichten. Oh nein, ich bin runtergefallen. Okay. Ich fall schon wieder runter hier. Ich weiß aber jetzt, wie sie sein müssen und wo sie sind. Ich muss nur noch sehen, welche ist. Sekunde, das hier ist die mit der Flamme. Oder mit der Koralle. Das ist die direkt hier. Ja, Koralle ist hier und die hier etwas Goldenes. Das heißt, das ist der. Ja, der Kristalltyp? Oder ist das die Kette? Kann ich nicht erkennen, ich muss das Schiff mal ein bisschen anheben. Boah, das Fernglas. Ist... Ich benutze lieber die Sniper, dann kann ich gleich drauf schießen. Ja, ich gucke hier Fernglas. Das sieht weiter rein. Nein, warum hüpfe ich hier nicht? Das ist... Das ist doch blöd. Das ist doch so blöd hier, und dann kommt man hier hoch hier. Nein, Kette muss gerade. Jetzt aber das Wasser, der Wasserfall ist doch immer noch da, oder? Ja, wir müssen auch die hier in dem Raum ausrichten. Und die andere war hier drüben irgendwo. Ja. Oh, okay. Und nun? Der hier muss noch gerade ausgerichtet werden. Toll, gute Arbeit. Jetzt kann ich den nicht ausrichten.
Okay. Warte, ich mach meine Flaschenzug wieder hoch. Ah, da ist die. Das nimmt. Ja, das wie muss die hier? Die zwei müssen gerade und die unten muss unten. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich passen. Dann jetzt auf den Muschelmann. Ja. Oder den Mann auf die Muschel. Ich habe keine Munition mehr. Wenn du mir sagst, wo er ist, dann... Der ist direkt vor dir. Okay, wurde drauf geschossen. Habe ich schon gemacht. Jetzt müsste der Wasserfall aufhören. Ja. Ja. Hört auf, oder? Das tut sich nichts. Nicht wirklich. Cool, da haben wir falsch ausgerichtet irgendwas. Der hier ist gerade. Das tut doch mal hoch. Ich sehe die überhaupt nicht, deswegen. Ah, okay, da ist einer. Ja. Der ist aber nicht gerade, der ist nach oben, der dort ist. Wie, der ist nach oben? Der eine hier. Der nach oben? Ist eindeutig nach oben. Der hier ist straight, gerade. Der mit dem Kristall. Und der Muscheltyp. Oh, der Muscheltyp ist. Der muss, glaube ich, einmal nach, nee, nach unten. Jetzt ist er nach unten. Ja, das ist der Kettentyp. Dann muss er jetzt noch einmal nach. Jetzt ist er gerade nach oben. Und jetzt ist er mittig. So wie er sein muss. Okay. Oder? Der Kettentyp. Ja, Kette soll gerade. Und wo war nochmal die andere Zeichnung? Scheinbar ist noch was falsch. Oh, der Wasserfall läuft noch. Wo war die andere Zeichnung? Da an der Wand ist eine. Ja, wir hatten oben. Rechts oben. Rechts oben. Ach, da, ja. Nach ganz oben muss der mit dem Kristall. Warte, der Ring muss nach oben gucken. Der muss nach oben zeigen. Die mit der Kette. Der Kristall. Kette raus und die Kristall nach muss nach oben. So. Koralle. Koralle ja. Muss nach vorne. Kristall muss nach oben. Und der dritte weiß es nicht. Okay, also das goldene Ding muss nach vorne, Kette muss nach vorne und Kristall nach oben. Oder? Das. Ich deute das so, dass das Kristall nach. Also die Koralle muss nach vorne. Es muss doch mal was passieren. Wasserfall, okay, ist aus, oder? Wasserfall ist aus. Es muss nur nach oben. Cool. Schiff nach oben. Und ich muss die Tür öffnen. Okay, jo. Flaschenzug. Passiert schon. Und nach unten. Du wirst noch relativ am Ende sein schon. Tatsächlich. Das Schiff müsste sich jetzt noch ein bisschen senken. Sonst kommen wir hier nicht runter. Ach, das geht auch so. Giovanni Mau. Au. So und weiter hier. Wo weiter? Hier lang. Ich weiß nicht, wo ihr lang seid. Unsere Nametags her, lang und nach. Ach, da oben lang. Versuch's mal rechts. Ja. Jetzt fallen alle jetzt, runter. Und jetzt, das ist ein Sirenenherz. Dann heißt das Statuen. Nimm mal das Sirenenherz mit. Ah, ich bin gefallen. Nee, ist es nicht. Es ist kein Sirenenherz, es ist die Statue, oder? Nee. Das ist gar nichts. In den Mast hoch. Wow. Cool, ich muss den ganzen Weg nochmal neu laufen. Viel Spaß. Geh mal hoch. Immerhin bin ich diesmal nicht zum Schiff geportet worden. So, ich bin jetzt hier oben bei einer Statue. Bei zwei Statuen. Wir müssen die ausgerichtet werden. Ich komme, Moment. Lasst mich mal. Gibt es hier irgendwelche Symbole? Ja, hier gibt es beide nach oben. Tür öffnen wahrscheinlich wieder. Ah, da ist die dritte. Und der Muschelhorn. Muschelhorn. Oh nein. Was, oh nein? Ich bin auch wieder zurück. So, die Tür ist auf. Weiter geht's. Ja, Modi, wirklich. Ich komm dann nach. Komm dann mal nach hier. Ach so, du bist dort unten. Na toll. Der Wasser! Ist wieder an! Wollt ihr mich verarschen oder so? Na toll. Ich bin jetzt hier schon im nächsten Abteil. Bin hier schon. Ja, cool. Ich werde jetzt angegriffen hier.
Das ist natürlich toll. Viel Spaß, wenn der Herr schon vorrennen muss. Tief in der Festung. Sorry, ich hab's ein bisschen eilig. Ja, wie gesagt, wenn der Herr vorrennen muss, dann muss er auch allein kämpfen. Ich bin tot, gleich. Ich mache jetzt erstmal den Wasserfall aus und richte das Schiff neu aus. Und ich bin tot. Nice. Ja, schön. Da komme ich wahrscheinlich beim Schiff wieder raus, oder? Du landest beim Außenposten. Ich lande beim Außenposten. Ja. Das wär's. Ich erinnere an den Kerker letztes Mal. Mhm. Ne? Momentan bin ich ja auf der Fähre. Der Fähre, der verdammten. Und nicht mal auf der coolen. Ja. Vom Mast runtergerutscht. Okay, je nachdem, wo ich jetzt rauskomme. Wenn ich auf dem Schiff rauskomme, ne? Oder machst du weiter? Ja, wahrscheinlich sowieso gleich mal den Stream beenden. Ja, du musst ja ganz dringend eine super wichtige Serie gucken. Auf jeden Fall. Da geht das gerade. Selbst wenn ich durch den Gang laufe, lande ich hier. Ja, das passiert. Wir wurden auch schon aufs Schiff zurückgeportet, einfach ohne. Oh ja, ich bin jetzt schon hier, na toll. Cool. Aber ich bin jetzt hier alleine gegen die... Alleine gegen alle Krabben hier. Wo ist denn vor dem... Das ist definitiv nicht zu schaffen. Quasi über den Mast einmal kurz rüber. Ich glaube, ich muss hier aufgeben. Das kriege ich nicht. Alleine kriege ich das hier definitiv nicht hin. Bin ja gleich da. Ja, ich auch. Und Lenny ist auch gerade hier. Ich habe Wurfgegenstände. Ich kämpfe hier mit einem Messer gegen... Aber der hat ein Schutzschild wahrscheinlich. Achtung, Wurfgegenstand! Na toll. Lol, kann ich von hier oben aus angreifen? Ich kann und werde. Ja, komm, lass uns das noch schaffen. So, den Krammenschen habe ich besiegt. Der ist down. Geht's jetzt hier weiter? Ja, da geht's weiter, glaube ich. Die anderen sind gerade nicht in meiner... Nein! Okay, ich bin auch unten. Hi! Munitionskiste, haben wir ein Arsenal hier oder muss ich mit der Sniper kämpfen? Und da oben geht's weiter hier. Da muss eine Tür geöffnet werden. Ja cool, wir müssen erstmal gegen die Leute kämpfen. Da ist ein Arsenal hier! Haben wir ein Fass? Wir haben fast. Granatapfel. Yeah. Das ist was. Okay, ist noch so ein Elektro-Dinger. Bin ich dann von der... Okay. Der Typ aus Batman ist hier. Welcher? Der Elektro-Typ hier. Ach, oh Gott, der nach einem Schlag tot ist. Dem habe ich in die Presse geschossen. Bin jetzt auch da. Ja. Banane! Was macht der Hund hier? Cool, ich habe besiegt. Und nun? Da oben geht's weiter. Ah, da müssen wir, da brauchen wir hier, da müssen wir. Hier, Statuen. Die hier zum Beispiel. Ne, ist zurück zum Schiff ist die. Das machen wir jetzt. Aufmachen. So, wo finden wir denn Statuen? Hier ist schon mal ein... Nein, das ist die Schiffsstatue. Sie muss noch eine knappe Minute. Stellt euch mal auf den Geysir. Oh, wir haben Geysir. Okay. Was passiert dann? Es ist ein Seil hier oben. Oh, so. Ja. Hier geht's weiter oben. Ja, cool. Habe ich einfach nur irgendwie draufgestellt. Ich weiter. Nee, hier. Ich bin jetzt hier oben. Das ist halt durchgestellt und die Tür ist aufgegangen. Die Tür ist offen. Stimmt, die Tür ist offen. Hey. Warum funktioniert das Ding nicht? Oh. Weil wir da schießen müssen. Hey. Yay. Juhu, Wasser. Wasserlevel. Nimm mal einen Eimer mit. So wie... Was sagt denn dein Walkthrough, wie lange es noch dauert hier? Moment. Wir sind jetzt hier.
Okay, ja, wir müssen im letzten Raum sein. Okay, dann machen wir das jetzt noch zu Ende hier. Also ich weiß nicht, wie sehr das definiert, aber es ist das Seitenende und es steht danach nur noch die Nebenquests. Also. Okay. Na dann. Okay, wir brauchen die Ringstatue. Die Ringstatue muss nach in die Rahmen, dann nach oben. Und dann. Also mit dem Stein habe ich schon. Das hier ist der. Das ist 20, ich auch. Und Kette habe ich auch schon. Oh, okay, cool. Wo ist jetzt. Ach, hier. Habe ich auch schon. Okay, haben wir es geschafft? Ich glaube. Das war sehr cool. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Aber wo passiert was? Irgendwas ist nicht richtig ausgerichtet. Ich sehe nichts passieren. Der Kristall muss nach gerade. Diese Figurenrätsel sind neu. Ah, alles. Der hier ist falsch. Okay, sag, wenn du es hast. Ab. Achso, ja. Oder? Werden wir gleich sehen. Nee, das ist scheinbar nicht. Okay, dann richte ich den nochmal neu aus. Nee, Flamme muss nach oben. Aber Kette muss nach unten. Ja. Das war's. Okay, haben wir's. Ich glaube. Ja. Wie sich gezeigt hat, sind wir für das simpelste Rätsel des Spiels wirklich zu dumm. Ja. Definitiv. Aber er hat vorher schon gezeigt. Nein, davor war mir zu ungeschickt. Oh, da passiert was. Ja. Ah, das heißt, wir steigen. Wir auf. Trinken. Yay. Ah, da oben geht's weiter. Wo oben? Müsste es dann aber so an Rätseln gewesen sein. Kann sein, dass noch ein Kampf kommt oder so, aber. Hier durch, oder? Jo, offensichtlich. Cool, über den Mast. Must jump and run. Das ist ein Must-Have. Ha! Der war fast lustig. Und da hoch, über den Mast, oder? Aber wie? Es ist ein Flaschenzug, Moment, Flaschenzug. Ich muss euch hochziehen. Na warte, ich bleib drauf. Nee, aber du ziehst den anderen hoch. Mach den wieder runter. Ich hab's gesehen. Da ist noch, hoch. Ja. Okay. Na, weiter hoch. Und drüber hier. Sehr schön. Ich habe hier einen Wasserfall und eine Tür. Ja, oh, Wasserrutsche! Wie kriegen wir die Tür auf? Ich rutsch gerade eine Wasserrutsche rutschen. Runter. Wasserrutsche. Oha. Wieso rutschst du schneller als ich? Hey Modi. Vielen Dank. Ja, da springt der Kopf. So, was müssen wir hier machen? Hier müssen wir lang, würde ich sagen, oder? Nehme ich an. Wanda. Das Gericht versammelt sich. Oh, hier. Davy Jones ist hier. Und weg sind sie. Wir haben ihn, glaube ich, verscheucht. Ja, aber kein Bock mehr auf uns. Oh, ein Fortschritt ist jemand's Garn. Was? Was, wo ist eine Kiste? Oh, ein Schlüssel. Oh Mann, das heißt, ich muss das nochmal offline spielen. Und wo kriegen wir eine Schlüssel her? Offscreen. Hier vielleicht oben, oder was? Nein, das wenn wir nehmen würden, dann wären wir nur unsterblich. Hier sind Statuen. Wollen wir ja nicht. Hier sind Statuen. Gut, da nehme ich mir gerne alle mit. Ne, zurück zum Schiff ist das. Ich würde mir auch gleich drei einstecken. Schlüssel haben wir jetzt nicht dabei, oder? Warte mal, hier sind so Blöcke zum Drehen. Jemand kann weiterspinnen, steht hier gerade auf der Statue. Ich guck mal. Was passiert, wenn ich da auf R drücke? Mach mal. Dann bin ich wahrscheinlich im Schiff wieder zurück. Wir hätten eigentlich einen Endkampf hier haben müssen. Okay. Gehen wir einfach mal weiter. Wo weiter? Hier unten. Ach ja, okay. Wir sind doch im richtigen Raum. Sekunde, ich bin da mal gerade kurz weg. Bis gleich. Do you not fear death? You'll soon learn to. A world without the eternal abyss is a world frozen in time. You pirates here, hide within your devil's mouth, frightened of the truth that nothing lasts forever. And it does all crumble to dust. You will find no trace of glory. No freedom, no love.
nothing to save you from the void. And as you stare into the jaws of oblivion, you will crawl upon my vessel, beg for my salvation, and all I'll say is, what is that infernal noise? What? That's an infernal noise to you, mate. Jack Sparrow. You will not claim your prize a second time. Okay. Was passiert hier? Ich war gerade kurz weg. Ihr habt eine Zwischensequenz. Ja, und Jack Sparrow hat hier einfach gerade ein riesiges Schiff gesehen. Ja. Wie auch immer er das geschafft hat, aber er hat's gemacht. Und ich schieße mit dem Dreizack, ja. Ja. Cool. Endkampf. Ja, das ist wirklich der Endkampf. Ich hab keinen Dreizack. Da drüben steht einer. Einfach mitnehmen. Wo drüben? Neben mir. Buchstäblich neben mir. Ja, so. Oder auch nicht. Ja, wo da ist wohl? Schau dann mal gerade, ob du steht gegen. Bei mir, da liegt noch einer. Und das ist einer. Jack schießt mit Kanonen. Ach du Scheiße. Was ein Chaos. Wir haben Schutzschild. Ich bin gleich tot. Krampe zum. Okay. Ich schaff das dann mal ohne mich. Okay, ist ein Flaschenzug. Ach, ja, irgendwo war einer. Wir müssen, glaube ich, auch Seile durchschneiden. Habe ich zumindest gelesen vorhin. Das hier nicht. Okay. Aber mir laggt das gerade wieder. Passiert. Lass mal den Mast runter. Und ich bin raus. Ja, ich übernehme. Over here, there's a devilishly handsome pirate. Oh, diese Drecksdorf. Wir hatten auch schon Zeiten, wo jeder von uns rausgeflogen ist. So was müssen wir tun. Double jump and run. So bringen wir das zu Ende. Ja. Wir sind schon über der Zeit. Ja, ja. Und? Guck dir Wiederholung an. Das werde ich wahrscheinlich müssen. Over here. Guckst du denn? Flaschenzug. Okay. Erst der Flaschenzug und dann müssen wir damit irgendwas machen. Okay. Ich glaube, wir müssen hoch. Ach, da oben. Da hinten. Wo müssen wir hoch? Da ist ein Flaschenzug. Und was bringt der? Wir müssen Jack hier durchbringen. Und wodurch? Er ist auf dem Schiff, genau da. Müssen wir auch aufs Schiff, oder was? Nein, er muss jetzt auf das Zeug. Wir müssen ihn hier durchrätseln. Na toll. Ist quasi eine Begleitquest. Das kann ja nur gut werden. Er ist tot, was soll passieren? Oh, Ammunition! Almost as good. Here, you better have these. Oh, er hat aus der Munikiste runtergeschmissen. Oh! Sind wir ja da. Cool. Was hat denn das? Müssen. Ja, kämpfen! Kämpfen! Phase 2 kommt! Gegen wen? Die Jungs hier! Ich habe keine Munition mehr. Wo ist die Munitionskiste? Wo ist die Munitionskiste? Genau hier hinten. Neben der Lagerkiste. Und wo ist die Lagerkiste? Ach, da drüben, hier. Ja. Ja. Habt ihr großartig ohne mich gemacht. Ich habe hier gerade eine im Visier. Die steuert auf mich zu. Ich bin so gut wie tot. Was essen?
esse Bananen. Na toll. Munition, Munition, Munition. In die abballern. Ja, im Nahkampf. So. Haben wir alle, oder? Das kann sein. Ah, Jack ist da drüben, der schleudert sich schon rum. Wo ist er? Da oben. Hier. Ah. Cool, nächste Welle. Na toll. Was liegt hier für ein Energieding rum? Oh. Cool, da liegt Überbleibsel von einem Freizeit rum. Ich hab hier grad einen vor mir. Ja, stimmt, die kann ja sich den Staub verwandeln. Können sie? Ja. Ah ja, die Dinger, die können den Staub unter dem Boden durchführen. Die haben ja eine begrenzte Anfallstufe. Neuerdings. Die hatten schon immer einen, du hast vorher nicht erkennbar. Ich muss sagen, die Begrenzung hatten sie schon immer. Die hatten sie aber nur vorher nicht erkennbar, ne? Ich glaube 30 von den kleinen oder 10 von den großen. Ja. Ach so. Ah, da ist Jack drüben. Ist er gleich da oder was? Den Mast müssen wir bewegen hier. Gibt es da irgendwie eine Methode für? Ja. Moment. Den dort, den großen hier. Ich bin dabei. Den ans Ziel führt. Neben den anderen. Glaube ich. Habt ihr den hier schon gemacht, oder? Jetzt hat er sich aufgelöst, der Jack. Achso, jetzt läuft er da wieder rüber. Ja, er geht hier rüber. That's more like it. Here's your share of the spoils. I suggest using them quickly. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ja. Oh. Was ist denn da drin? Ja, Kiste öffnen. Oh, ja, die nehme ich. Ha. Ich hab eine Bombe. Eine Brandbombe. Endlich fühle ich mich wieder vollständig. Wie schmeiß ich die nochmal, die Bombe? Nee. Und was? Nee. Irgendwie nicht. Banane. Mehr Bomben. Wie werfe ich denn meine Bombe hier? B und dann werfen. Okay, dann habe ich sie schon. B ist bei mir der Eimer. Wirklich? Ja, bei mir auch. Habe ich mir irgendwann umgelegt. Dann wählt halt den Menü aus. Könnte mich mal wiederbeleben. Ist so. Ja. Wenn ich sehr schnell drauf gehe, kann ich es machen. Verdammt, ich habe keine Munition mehr. Ich habe noch Bomben. Sei vorsichtig mit den Bomben, hier kannst du auch Schaden machen. Ja. Passt schon. Kann mich einer wiederbeleben? Eine Sekunde. Ja, okay, macht Morty schon. Ich bin tot. Ja. Cool, ich sterb mal so alle. Sekunde. Wir werden alle sterben. Ich hab dich angeboten. Ich werde auch sterben. Ich bin noch am Leben, komm zurück. Wieder zu beleben. Ich bräuchte mal Hilfe, ich bin gerade alleine. Ja, wir kommen so schnell zurück wie möglich. Essen. Und na toll. Jetzt stören die natürlich auf mich zu. Wenn ich der Einzige im Raum bin, ist klar. So, na komm. Okay, Jack sagt irgendwas. Er macht nur Disney-Sprüche. Die Krabbe besiegen. Oh, Bomben! Hier in der anderen Kiste. Okay, ist er jetzt langsam mal fertig oder was? Jetzt ist er da drüben. Jetzt macht er irgendwas mit einer. Ja, den anderen Mast müsste er senken. Ja. Und jetzt ist er endlich fertig oder was? Kann sein. Wir müssen, glaube ich, irgendwann ein Seil durchschneiden. Das dort. Ja, genau das dort. Ah,
durchschneiden. Wow, was war das gerade? Oh nein! Oh nein! Oh, das dauert wieder lange. Ist doch nicht so kurz. Oh fuck, jetzt müssen wir den Marathon kämpfen. Ich dachte, wir haben es schon fast geschafft hier. Ich glaube, wir haben eine Zwischensequenz. Ich kann mal eine Bombe hochwerfen. Nee, ich glaube, das bringt nicht viel. Oh, Goldsammler! Boss hier! Neben uns! Toll! Hab ich gar nicht gesehen! Er hat ja gesagt, Der okay, können wir irgendwas tun oder so? Entweder du hast mich gerade getroffen oder schießen oder? Wir bomben die einfach weg. Okay, und was machen wir mit den Dingern da oben? Ja, das ist meine Brandbombe, die ich mal nicht mitgenommen habe. Goldsammler. Ja, voll auf den Boss fokussen, würde ich sagen. Runter. Ja, dann haut ab. Die Spawn. Wo ist die Waffentruhe? Vorsicht! Wir blockieren die Munitionskiste, ich bin tot. Kann nicht mal jemand. Ich hab noch eine Bombe vorhin. Warte, ich guck mal. Ich bin mit dem Goldsammler. Oh fuck, das wird nichts, das wird nichts. Oh, hier gibt's Keks. Ich biete mich an. Ich bin tot. Also, ich bin so low, ich mach das jetzt mal. Na komm jetzt. Ah. Kriegen wir das jetzt noch? Schön entspannt seine Waffen. Kriegen wir das heute noch hin? Kriegen wir noch. Keine Sorge. Gibt jetzt aber hier Powder Cans. Also. Hm? Diese Sprengstofffässer. Doch wieder. Jetzt ist. Oh, es gibt Sprengstofffässer. Bis wir fertig sind, ist wieder 21 Uhr. Ja, gut. Dann ist es so. So ist doch eh nur Trash TV, was ich verpasst. Wer ist überhaupt dieses Jahr dabei? Keine Ahnung. Was machst du denn? Wieso kämpft? Fängt das jetzt wieder von vorne an oder was? Nee. Jack ist wieder da oben. Ich glaube nicht. Ich hol noch mehr von den Cash. Den Goldsammler. Schaltet den Goldsammler auf. Aus. Und da hier. Konzentriert euch auf den Goldsammler. Werft noch kurz nicht. Sowieso tot. Ich baue eine Truhe. Nein, tot. Kann mich einer wiederbeleben oder soll ich so viel? Ist gerade schlecht. Okay. Versuche einfach zu überleben, bis wir wieder respawnen können. Ja. Tot. Das ist schlecht mit dem. Das war jetzt tot. Noch nicht. Aber gleich. Überleb einfach noch ein bisschen. So gut wie tot bin ich. Überleb ein bisschen noch. Ich hab kein Essen. Ich bin tot. Nun, es ist nicht gut. Hätte ich mal meine üblichen Brandbomben mitgenommen, dann wären wir jetzt schon durch. Das dauert hier noch ein Weilchen. Ja, die Brandbomben hätten doch nicht viel gebracht. Es ist ja überall im Wasser. Nimm mir bitte nicht die Illusion. Doch. Seid ihr schon wieder da oder was? Ich bin ja gerade auf der Fähre. Wir sind ja schon vor einer Weile gestorben. Ich versuche das nochmal mit den Fässern. Kannst du bitte nicht die Bomben schmeißen, während ich mit den Fässern rumrenne? Entschuldigung, bist du gestorben? Ja. So, auf geht's. Ja, ist gut, ich bin nicht instant. Ja, das sind hier alles Nahkämpfer und ich bin oben auf dem Felsen. Oh, der Goldsammler. Na toll. Heißt, ich kann den eigentlich relativ gut downkriegen. So, tötet den Goldsammler. Würde ich muss erstmal die Jungs hier. Wo ist der Goldsammler? Wo ist der Goldsammler? Ich mach erstmal die Krabben fertig. Ich glaube fast, die sind böser. Das ist der Goldsammler. Ich
keine Bomben, bitte. Nein, ich schieß mit der normalen. Oh, der Goldsammler ist tot. Der Goldsammler ist tot. Ich hab einen Goldsammler? Ja. Ja, ich hab da ein Fass nebengestellt, aber es wird auch gedischt. Moment. Goldsammler ist tot. Jetzt hier Ruhe, oder? Da passiert ja noch was. Oh, das war knapp. So, was passiert denn da oben jetzt? Können wir da helfen, oder? Ja, da können wir helfen. Jack ist unten. Ja. Er hängt. Moment. Und was nun? Wo ist die Schwachstelle von dem Seil? Geh abschneiden, hier. Ach, okay, jetzt geht's. Sehr schön. Ich habe einen Plan. Und dieses Mal ist es ein guter Plan. Du solltest wahrscheinlich zurückstehen. Okay. Wir treten zurück. Ja. Oh nein. Was passiert? Ich habe so eine Vermutung. Kanonen. Ja. Noch ein Kampf. Na toll. Bei dem mich wieder hören? Ja. Ja. Ich dachte, wir hatten das schon. Und die haben noch ein Schutzschild. Was bringt denn das jetzt hier? Wir müssen den Schutzschild down kriegen, glaube ich. Na toll. Das kann dauern. Und der Goldsammler ist wieder da. Hat sich gerade umgebracht. Der Schutzschild ist down. Ja, und wir können weiter. Eigenschaft freigeschaltet, dunkle Brüder. Haben wir wohl geschafft jetzt hier. Jo. Ist wohl schon das Ende. Lag bei mir heute. Das ist sonst nicht so schlimm, aber. Der Flying Dutchman has set sail and the dark tomorrow in its wake. You must return to me. Pistole der versunkenen Sorgen erhalten, aber die ist wahnsinnig hässlich. Oh mein Gott, was zum Fick? Die ist wahnsinnig hässlich. Tat abgeschlossen. Das ist so schön wie die Flamingo-Pistole. So, wie kommen wir jetzt weiter? Ja, gute Frage. Oh, Kacke. Hier oben vielleicht raus. Hier oben. Holly. Ja. Oh, ja. Da sind wir wieder im echten Spiel. Ja, wir sind wieder im echten Spiel. Und ein Kapitel haben wir noch. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ja. So, aber aufs Boot. Ich guck jetzt gerade ganz kurz, was hätte man alles noch freischalten können. Und dann machen wir Schluss auf dem Boot. Oh Gott, wir hätten eine unfassbar hässliche Galionsfigur haben können. Das werde ich nicht so nein. Nein. Ab aufs Boot mit den hässlichen Segeln und mit der Regenbogenfahne. Sieht sehr schön aus. Ich habe ein schwarzes Schiff und schwarze Segel gekauft vorhin, okay? Das Boot sieht bestechend schön aus. Kriegt dafür, oder? Müssen wir erstmal zum Außenposten zurück? Wahrscheinlich müssen wir erstmal zum Außenposten zurück. 8000 Standard für so Tall Tales. 8000 nur? Aber ich würde... Ja, man kriegt für die Tall Tales nicht mehr. Letztes Mal habe ich 20.000 gekriegt. Was? Wir haben zumindest arschviel Geld danach. Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? Oh lol. Im Zweifel sind es 100.000. Haben wir jetzt schon das Geld gekriegt oder so? 700.000. Können wir Schluss machen oder wie? Jetzt 700.000? Ich dachte, du spielst erst seit 3 Wochen. Ja, warte mal, wie viel Spiel schon mal. Wo ist der nächste Außenposten? Ich muss dazu sagen, ich hatte Ferien. Ah, das ist der nächste Außenposten. Ach, das ist ja ganz in der Nähe. 140 Spielstunden, okay. Oha. Na dann ab zum nächsten Außenposten. Würde ich auch sagen. Das ist ja ganz in der Nähe. Können wir da... Aber wir haben nichts abzugeben. Na und? Kriegen wir trotzdem Geld oder wie? Was? Wann? Wir können noch einkaufen gehen. Nö. Ja, dann kannst du ja schon mal raus. Ich rüste jetzt die unfassbar hässliche Pistole aus. Oh. Hast du nur nie wieder gefunden.
Also es gibt ja so ein paar Sachen, die kriegt man ja nur, wenn man alle Tortles aus dem Set zu 100% durch hat. Na dann. Aber die gibt's ja immer ganz zum Schluss. Gucken, was es da gibt. Oh, ja. Es gäbe ein Lied. Ein Lied? Ach ja, stimmt. Gut, okay, ich werde also alles zu 100% durchspielen. Ich habe noch eine Woche Urlaub. Let's go. Okay, ich glaube, wir haben einen Kraken. Okay, ja, dann bin ich jetzt offiziell raus. Alles gut. Es ist nicht so wie beim. Es ist nicht so wie bei den ersten Trolltales, die wir gespielt haben. Da hatten wir es, glaube ich, geschafft, ein Raidschiff, ein Megalodon und, sobald der Stream zu Ende war, nochmal einen Kraken zu kriegen. Ja, ich hatte auch. Teilweise gleichzeitig. Kraken und Megalodon gleichzeitig. Ich bin aber jetzt wirklich raus. Aber wir haben nicht zufällig ein Raidschiff auch noch zusätzlich angegriffen, oder? Nee, das war vorher. Ja, Leute. Verabschiede mich. Ja. Ihr könnt ja noch weiterspielen. Ihr könnt ja gerne noch. Ja, ich bin jetzt die mal an der Stelle. Oh nein, ich bin von Bord. Von was wurde ich wurde ich da vom Blitz getroffen? Insofern. Megalodon. Was so ist. Der Megalodon hat gerade angegriffen. Na dann. Wenn ich den Stream. Ich warte, danke, bis ich zurückgeportet werde. Wir machen heute kurz einen Prozess. Ja. Weil es regnet das auch noch. Falls jemand zwischen euch zugeschaut hat, danke fürs Zuschauen. Bei mir nicht einer. Ich bin raus. Aber wir fahren ja in die ganz falsche Richtung.